Willkommen zurück! Thor ist böse! Ich dachte, ich mache heute mal ein bisschen Abwechslung bei Lego Marvel Super Heroes. Also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben gesagt, dass wir heute den nächsten Auftrag machen. Und damit möchte ich ja nicht lügen, denn die letzten Folgen waren ein herber Rückschlag in der Stadt. Das hat alles nicht so geklappt, wie ich das wollte. Deswegen, ach guck mal, wir können uns hier selbst im Hochhaus betrachten. Ist es nicht schön? Ja, sie haben uns gut getroffen, oder? Ich kann gar nicht hingucken. Doch, jetzt. Wo war der nächste Auftrag? War das hier? Ist hier das Flugzeug? In so einer schäbigen Zwischengasse? Was ist denn hier? Was wird mir denn da gerade angezeigt? Alter, der fliegt nicht dahin, wo er soll. Mein Gott, der fliegt schlechter als Iron Man. Na gut, der hat ja gar keinen Führerschein gemacht, ne? Mini-Helden? Was? Ist das hier? Was sieht der denn? Oder ist das hier noch der Auftrag mit der Alten? Ich glaube, das ist noch der Auftrag. Kann das sein? Was wird uns denn hier angezeigt? Ach, wir müssen ein Bild machen. Das war das. Ah. Na los, knips mal. Jetzt brauchen wir hier ernsthaft einen anderen Typen. Also das... Nein. Wir müssen mal gerade gucken. Wo ist der nächste Auftrag? Während wir fallen, können wir das nicht. Alles klar. Was sind denn das für Aufträge hier? Ich sehe es schon kommen, dass wir jetzt unseren Auftrag nicht erfüllen können. Da kann man wieder was freischalten. Hier ist eine Muckibude. Ich glaube, wir werden gerade gekillt, kann das sein? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich weiß, hier oben haben wir es ja mal versucht. Was ist das denn? Da ist der Heimdall gewesen, das weiß ich noch. Also entweder ist das hier oder hier. Einer von den beiden muss das sein. Wir fliegen mal nach Norden zu dem großen Park. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Es müsste ja dann hier sein. Ja, komm, gib einfach mal Gas. Wir versuchen jetzt mal wieder ein bisschen was gut zu machen. Boah, ist das nervig. Müsste ja dann irgendwo dort sein. Ja, da waren die Mülldinger. Da ist es. Ha! Ja, immerhin, siehste. Wenigstens meine Navigationskünste lassen uns nicht im Stich. Alles klar, bin da. Los geht's. Nein. Endlich geht's weiter, verdammt. Leider ist über diese rätselhafte Insel nicht viel bekannt. Aus irgendeinem Grund taucht sie nicht auf unseren Karten auf. Und unsere Karten sind sehr gut. Viel Vegetation und offensichtlich ein paar Militäreinrichtungen. Aber das ist auch schon alles. Weißt du, da spürt S.H.I.E.L.D. sogar Iron Man in Unterhose beim Partymachen auf. Das sieht komisch aus. Alle Macht liegt nun in meiner Hand. Ob das Dr. Doom so passt? Hey, die hätte er vielleicht noch gebrauchen können. Das sieht aber putzig aus irgendwie. Er hat ein ganzes Empfangskomitee. Das wird eine gewagte Landung, Jungs. Warum überhaupt landen? Springen macht viel mehr Spaß. Die Lieferung ist da, Director Fury. Ich bin also das Paket, ist es nicht herrlich? Das beim Ding, ich wollte gerade sagen, das kann ja nicht halten. Oh, ich stecke fest. Einfach nur zum Augenrollen. Alles klar. Ich frage mich gerade, ob das diese Sonnen waren, die Captain Dr. Octopus erschaffen hat. Ob das sein könnte. Was sind das für Dinger? Das sind bestimmt Teile, die wir brauchen. Kann das sein? Nee.
Das ist es nicht. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Oh, Skelette. Bananen. Juhu. Wir sind gerettet. Wir haben Bananen. Ich weiß gar nicht, was ich hier kaputt machen muss. Wie kann ich dir denn helfen, Junge? Captain America ist auch so ein langsamer Kämpfer. Das... Ah, wenn ich das mache, dann geht's. Okay, alles klar. Jetzt habe ich auch alle Teile, die ich brauche anscheinend, um ihn zu befreien. Was machen wir denn jetzt? Wir pumpen ihn raus. Wie so ein Maulwurf. Alles klar. Ja, weiter. Sehr gut. Ach, jetzt muss ich wieder stillhalten. Ach, diese Fuzzis, die gehen mir immer auf den Sack. Diese X-Men-Verschnitte für Arme. Für mehr reicht's doch nicht. Wieder applaudiert. Oh, ist das geil. Oh, die Slapstick in dem Spiel ist echt herrlich. Ich glaube, das ist was für dich, Ben, oder? Jawohl. So und nicht anders. Und ich denke mal, Black... Ey, nee, 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 nee. Au. Boah, die machen dem ganz schön den Gar aus. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich glaube, Black Widow wird ja später auch nochmal zu uns stoßen. Hilfe, Aiden. Ich dachte, ich springe jetzt freiwillig von der Klippe. Nein, Mensch. Toll, weißt du? Wir machen mal die Schildattacke. Also dieser Stampfer, der macht echt genug Damage. Was, der macht ja alle Teile in der Umgebung kaputt. Hallo, ist doch schön. Kann man direkt noch ein bisschen Urlaub machen. Ja, aber mit Ben zu kämpfen... Alter. Mit Ben zu kämpfen... Mann! Willst du mich verarschen? Ist normalerweise ein bisschen effektiver. Guck mal, der ist super stark und dazu auch noch so schnell. Ach, nee. Nee, 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 nee. Kann der das schon treffen? Das kann der gar nicht treffen. Kann der sich irgendwelche Teile nehmen? Das geht auch nicht. Ich glaube, da kann man wirklich nur rennen. Wie der zerfällt, ist aber immer noch herrlich. Kaputt machen oder so? Ach, jetzt sehe ich's. Na los. Oh, 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 schneller, schneller, schneller. Na toll, hat nicht geklappt. Schade. Wie kriege ich den jetzt darauf? Das sind Teile. Ich warte mal, bis er zerstört ist. Boah, kriegt der viel Damage rein. Alter, alter Schwede. Nein, nein. Boah. Okay, ein Aufzug. Aufzüge sind gut. Also die finde ich ganz schön stark. Ob das so gewollt ist? Nein, 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 jetzt hör mal auf. Boah, meine Fresse. Krieg ich's kaputt? Nee, ist nicht kaputt. Ich komme da gar nicht ran, um das kaputt zu machen. Das ist doch voll scheiße. Ich kann es nicht zerstören. Und dabei macht er so viel Damage. Wie soll es denn so das Münzziel schaffen können? Gute Frage, nächste Frage. Ah, ich glaube, ich muss hier runter. An der Wand haben wir etwas, was da hineinpassen könnte. Ja, ja, schon klar. Ey, eine Spinne. Spidey. Kann ich gar nicht treffen. Ich denke mal, so werde ich das irgendwie ausschalten, oder? Obwohl es natürlich auch gut wäre, wenn das Ding das noch kaputt machen könnte. Warum kann ich denn die Spinnen nicht treffen? Gibt es irgendwas umsonst? Hier komme ich nicht hoch. Okay. Ist aber eigentlich auch egal, weil ich kann auch oben rein, sehe ich gerade. Oh, eine Kiste! Voll schön. Das kenne ich noch von früher. Bei den ganzen Schatzinseln waren die immer dabei. Hulk steht... Nee, das Ding steht noch hier. Ist aber der Ball immer wieder verreckt. Du kannst das doch bestimmt kaputt machen hier.
Jawohl. Geht doch. Und du bist auch gleich tot. Oh, er konnte ihn leider nicht fangen. Jetzt hol dir mal das Herz. Mann, 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 Mann. So. Alter Schwede, ey. Man muss hier echt gut einstecken manchmal. Das ist gar nicht so toll. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt weiterkommen. Ich muss bestimmt die Ladung da runterschießen. Aber diese Geschütze schießen mich tot, ne? Die schießen einen ganz schön tot. Ach, das ist eine Vorrichtung. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, ja. Ja, ja, bin ja nicht dumm. Geht alles weg, alles klar. Man muss ja mal gucken, ob man noch irgendwas zusammenbauen muss. Gut, dann ist das schon mal geschafft. Das regt einen ja immer so ein bisschen auf, wenn man so viel Damage bekommt, also so oft stirbt, dann verliert man ja wieder die Münzen. Und dann ist der True Believer manchmal, glaube ich, ein bisschen in Gefahr. Aber jetzt haben wir ihn geschafft und dann kann man sich jetzt darauf konzentrieren. Was haben wir hier? Nicht normal. Bin tot. Bin schon wieder tot. Immer bin ich tot, Mann. Wir können speichern. Schön. Ja, solche Bäume, die sind doch was hier für Ben, ich wollte es gerade sagen. Stell dir mal vor, man könnte das wirklich alles nachbauen. Wo sind Rieseneier? Ach nein, das sind, glaube ich, Raketen. Es sind Rieseneier, verdammt. Hat jemand die Dinosaurier zurückgebracht? Die stammen wahrscheinlich aus dem Savage Land. Wie groß ist der denn? Nein, 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 du beißt mich nicht. Nicht in die Finger, aua. Ich hab doch nur 11. Meine Mama hat gesagt, ich bin immer was Besonderes. Wie cool, mit Dinosauriern. Ist das herrlich. Aber dagegen haben sie nichts hervorzubringen. Da oben können wir noch lang mit Captain America, da werden wir auch noch lang gehen. Man muss jetzt nicht alle Bonuswege ignorieren. Auch wenn ich sagen muss, dass die Lust gerade ein bisschen geschwunden ist. Nach den letzten beiden Folgen. Na komm. Kannst du hier rein. Was ist denn hier Feines? Ach so, hier geht's lang. Im Dino gibt's noch gratis dazu. Ja, weil die letzten beiden Folgen, muss man sagen, die waren ein bisschen ätzend. Das ist ein goldenes Dino-Ei, oder? Dass es in der Stadt nicht so geklappt hat, wie ich mir das gewünscht habe. Ich brauche noch mehr Teile, sehe ich gerade. Aber er kann nicht bauen. Er hat nicht die richtigen Finger dafür. Der hat ja nur so Fäustling, oder? Und da, wenn man jetzt mal genau guckt, der hat hohle Unterarme. Das ist ja auch wieder Disco-Pumper, weißt du? Nix dahinter. Das ist ja fast, wie wenn du dir Silikonmuskeln spritzen lässt. Hallo, bin da. Oh, der Große sieht gemein aus. Den hole ich mir. Wie cool. Das mit dem Slam, das macht voll Bock. Das macht sie alle so schön kaputt. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Was brauche ich denn? Da kann ich was bauen. Da kommen gerade auch... Nee, kommen keine neuen mehr. Ich dachte schon. Ist das ein Turbinenfahrzeug? Wofür brauchen wir ein Turbinenfahrzeug? Ich darf nicht bestimmt... Oh! Wie cool! Ja gut, sowas bessert natürlich die Laune wieder auf. Verrecke. Aber ich glaube, hier waren wieder Dinos, oder? Dinos! Münzen, 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 Münzen. Wir brauchen hier wieder welche. Ich bin nicht wirklich zum Schwimmen geeignet. Nein! Das Wasser ist zu schnell, sogar für mich. Finde deinen Übergang. Du kannst da nicht schwimmen? Das wundert mich ja. Komm ich denn da rüber? Da kann ich was hinschießen. Hier war ja noch das Flugzeug, ne? Gehen die, na, die Flammen gehen aber wieder los. Das bringt mir also nichts, okay. Das ist ein Koffer.
Das sieht ja cool aus. Da sind Bürsten drin. 1 von 4. Aber wahrscheinlich habe ich schon welche übersehen. Ja. Wie machen wir das? Geht's hier runter? Ja, genau das habe ich gesucht. Schneller. Schneller. Wo warst du denn im Sportunterricht? Immerhin. Ich glaube, das ist ganz schön schwer, da sein Gewicht zu halten. Also werden wir ihn nicht hetzen. Schneller. Schneller. So. Aha. Friss mein Schild. Schau ihr diesen Zaubertrick an. Alles klärchen. Jetzt können wir das Ding holen. Und das Ding hält das Ganze auch ein bisschen besser aus. Geh mir doch aus dem Weg. Mann, hallo? So, jetzt hier aber schnell mal Schluss machen. Alter, wie die den zerlegen. In welcher Geschwindigkeit. Ich komme da gar nicht hin. Also ich kann das nicht kaputt machen. Jetzt endlich mal einer. Mein Gott. Ich kam nicht mehr zum Sprung. Ja. Oh Gott. Also das ist echt... Die Dinger sind mörderisch. Der Stein ist wichtig. Er kommt ja nicht hin, weil die Füßchen so dick sind. Das Schicksal eines Superhelden. Mit zu dicken Füßen. Haben wir noch irgendwas? Nein, du sollst da nicht rauf. Irgendwas zu werfen? Ja, da. Perfekt. Dann kann sich nämlich, glaube ich, Captain America da oben noch das Ding holen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Nee, klappt nicht. Ist anders, als ich es mir denke. Was ja nicht gerade selten ist in diesem Spiel. Wie kommt man denn bitte da rauf? Über den Koffer? Was sehe ich denn jetzt? Ich hänge fest, cool. Ich kann gerade gar nichts machen. Ja, schön. Also wenn du da drauf springst, dann kann es sein, dass du dann festhängst. Ich kann aber, glaube ich... Genau, ich kann auf den Zaun springen. Jetzt bin ich dahinter gefangen. Doch nicht. Die Sicht ist auch so schlecht. Man kann das gar nicht einstellen. Also wenn ich dem Spiel wegen irgendwas Abzug geben müsste... Ich kann da nicht hin. Okay, alles klar. Das geht nicht. Dann auf jeden Fall wegen dieser beknackten Kamera. Das geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. So geil, wie das Spiel sonst ist, aber... Das ist nicht so astrein. Was ist das eigentlich für ein großer Turm? Da ist doch bestimmt eine Rakete oder sowas drin. Oder es ist selbst ein Raumschiff. Ah, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um mich und meine Insel aufsteigen zu sehen. Ach ja, okay. Das ist ein Inselantrieb. Wie konnte ich das nur übersehen? Der macht vielleicht eine Show draus. Der hat eine fliegende Insel? Ist das irgendein Hydra-Trick? Als ob ich das wüsste. Wart's einfach ab. Was war das denn jetzt? Warum sind die denn jetzt hingefallen? Ah. Euer Make-up sitzt perfekt. Ja, die sind ja das kleinste Hindernis. Siehste, sag ich doch. Storm ist da! Juhu! Mein Lieblings-X-Men-Charakter. Hey. Charles Xavier lässt euch grüßen. Storm! Hey, eine Wettergöttin ist gar kein so schlechter Tausch. Besonders für Johnny. Hey, komm zurück, du feiger Hund! Ja, sie mögen sich nicht. Schnell, wir müssen einen Weg finden, Magneto zu folgen. Ja, und das werden wir. Magneto wird mit der Insel abheben und ich denke, er wird uns auch mitnehmen, ungewollt. Und das Ganze sehen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Lego Marvel Super Heroes! Smash! Bis dahin, euer Schavo. Ciao!